Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei einem neuen YouTube-Video von mir. Hier spricht wieder der Christian, ich bin euer Fototrainer und ich möchte euch heute ein paar Beispielbilder zeigen, wo das Thema Bildaufbau und auch Bildschärfe thematisiert wird. Beginnen wir gleich, steigen wir voll ein. Hier habe ich ein erstes Demo-Bild, ihr seht es hier auf meinem Photoshop-Schirm. Ein erstes Bild und zwar ist das mit einem leichten Teleobjektiv aufgenommen mit 75 mm Brennweite an einer Sony Kleinbildkamera. Und hier möchte ich auch auf eines hinweisen. Die Schärfe sitzt hier auf dem Tower. Also hier ist sozusagen der Schärfepunkt. Hier im Vordergrund, der ist relativ langweilig und der Hintergrund im Bild ist eigentlich der gesamte Himmel. Also das ist der Hintergrund hier. Das heißt, das Bild hat einen großen Nachteil. Es hat eine nicht vorhandene Tiefenstaffelung. Wir haben zwar ein bisschen Vordergrund, aber der ist langweilig über das Wasser. Dann haben wir die Hauptebene, also alles hier. Und dann haben wir die Hintergrundebene. Das ist also nicht das beste Beispiel für einen gelungenen Bildaufbau. Aber ich möchte euch etwas anderes zeigen. Und zwar, wie wichtig es ist, dass die Bildschärfe dort sitzt, eben hier, wo wir sie hinsetzen wollen. Also nicht irgendwo hier in die Gebüsche oder hier auf die Boje oder auf diesen Turm, sondern eben daher. Und das Objektiv wurde da auch etwas abgeblendet. Das Objektiv hat normal eine Offenblende von 1,8 und diese Aufnahme ist aufgenommen worden mit Blende 4. Wenn man Motive hat, die keinen Hintergrund haben, so wie hier, oder einen sehr diffusen Hintergrund haben, kann man natürlich auch stärker abblenden, wenn das Licht vorhanden ist, und steigert somit die Schärfe im Objektiv. Das heißt, Objektive, die leicht abgeblendet werden, liefern besser ab als Objektive, die offenblendig betrieben werden. Also das wollte ich hier in diesem Bild zeigen. Man könnte dieses auch mit 5, 6 oder mit Blende 8 aufnehmen, wenn das Licht vorhanden ist. Und es nutzt sozusagen der Schärfeleistung des Objektivs. So, hier ist das nächste Bild. Das ist vom Bildaufbau ähnlich wie das erste. Wir haben hier das Hauptmotiv. Dieser Tower, also hier liegt der Schärfepunkt drauf. Das alles hier im Hintergrund ist auch irgendwie halbwegs in der Schärfe. Wir haben hier sehr viel Hintergrund. Ich zeichne das mal so ein. Also sehr, sehr hohen Anteil hier komplett alles Hintergrund. Und wir haben hier eine kleine Besonderheit. Wir haben hier in diesem Bild eine kleine Aktion, nenne ich mal. Hier kommt Bewegung ins Spiel und das, finde ich, nutzt vielen Bildern immer sehr gut, wenn irgendein Element dabei ist, was Bewegung verspricht. Ansonsten ist es immer nur sehr statisch. Aber ansonsten ist hier der Bildaufbau relativ drastisch, heißt, wir haben sehr wenig hier unten, eindeutig sichtbar, und wir haben sehr viel hier oben. Das kann man hier machen, das gibt einem ein bisschen eine drastische Wirkung. Aber auch hier ist es wichtig, dass der Schärfepunkt wieder definiert, wo sitzt. Und in dem Fall könnte man auch stark abblenden. Wahrscheinlich ist das hier nicht passiert, damit die Verschlusszeiten auch noch kurz genug sind, um den Vogel halbwegs einzufrieren. Gehen wir zum nächsten Foto. Beim nächsten Foto, das ist also schon komplett reduziert, hier habe ich nur ein einziges Motiv im Bild, das sollte dann mal auch genügen. Wir haben hier also die Bewegung des Vogels im Flug. Das ist an und für sich nicht ganz leicht aufzunehmen, jeder, der das schon mal probiert hat, wird das wissen. Und dieser Vogel wurde dann in der Post-Production oder auch schon in der Aufnahme relativ gut hier in den goldenen Schnitt gesetzt. Damit der Bildaufbau ein bisschen dynamisch wirkt, ist dieser Vogel hier im goldenen Schnitt. Er wurde auch noch ein bisschen ausgerichtet, der Hintergrund, im Vergleich zum Hintergrund. Und der Rest hier, das ist alles nur Beiwerk. Das hat eigentlich mit dem Hauptmotiv nichts zu tun. Hier ist es wichtig natürlich, dass der Fokus auch wieder sehr gut auf diesem Vogel drauf sitzt. Ansonsten wirkt das Bild sehr schnell, sehr laienhaft, wenn der Vogel nicht scharf genug wäre. Und er ist halt auch noch nicht in der Mitte, er ist ein bisschen aus der Mitte herausgerückt in Flugrichtung. Also das heißt, die Vogelflugrichtung ist also in diese Richtung und er ist sozusagen mehr linksseitig angesetzt, dass er sozusagen in den offenen Raum, sagt man, hineinfliegen könnte. Also hier ist mehr Platz als auf der linken Seite. Auch die nächste Aufnahme ist wieder so ein Beispiel, wo Schärfe der Sitz der Schärfe sehr wichtig ist für den Bildaufbau. Dieser Vogel, das ist das einzige Motiv in dem Bild. Also der bewegt, also der ist hier weggestartet, und zwar von hier, so weggestartet. Und
Hier ist die Bewegung eingefroren. Also er ist wirklich gerade im Flug, ist also 1,5 Meter entfernt von seiner Startposition. Und der Rest, hier hinten alles, ist alles in Unschärfe. Das heißt, es gibt eigentlich einen einzigen scharfen Punkt und hier das Gitter, weil es hier oder das Geländer, weil es hier in der gleichen Ebene liegt wie der Vogel. Darum ist es in der gleichen Schärfenebene. Man könnte natürlich dieses ganze Geländer hier wegretuschieren oder einen anderen Bildschnitt machen. Ich fand es halt spannender, wenn man den Ausgangspunkt auch sieht. Aber ansonsten verläuft alles hier in Unschärfe, weil es relativ offenblendig aufgenommen ist. Ich glaube so um die Blende 2,2, 2,4. Und hier auch wieder die Bewegung eingefroren. Ganz wichtig, Schärfe muss drauf sein und der Vogel muss ausreichend scharf sein. Also umso schärfer, umso prägnanter. Es ist manchmal auch ganz schön, wenn man Bewegungsunschärfe sieht, aber in dem Fall wollte ich es eben so knackig haben und darum habe ich das so gemacht. Der Rest, der ganze Hintergrund hier ist alles nur Beiwerk und verschwindet eigentlich im Hintergrund. Bokeh, sagt man. Also das ist der Begriff für die Hintergrundunschärfe. Im nächsten Foto haben wir eine ganz andere Situation. Und zwar haben wir hier eine Aufnahme, die ist mit einem Weitwinkelobjektiv entstanden, mit einem 24 mm Weitwinkelobjektiv. Und ich bin hier sehr nahe dran an dem Schwan. Wirklich, das ist vielleicht 1 Meter maximal. Das heißt, wir haben hier vorne ein bisschen Vordergrund durch diese Pflanzen, die hier auf dem Wasser treiben. Wir haben natürlich ein klar erkennbares Hauptmotiv, gar keine Frage. Und der Rest, alles andere da hinten, ist auch schon wieder Hintergrund und Beiwerk. Das ist eine Weitwinkelaufnahme mit einer offenen Blende aufgenommen. Ich glaube, sie war sogar komplett Offenblende. Und dadurch verschwindet auch der Hintergrund relativ in Unschärfe. Also ihr seht hier die Häuser. Man kann es als Häuser erkennen. Es ist aber nicht mehr klar erkennbar. Das geht beim Weitwinkelobjektiv ja nicht wirklich viel besser. Und die Distanz von meinem Aufnahmestandort bis da hinten, das sind schon ein paar hundert Meter. Also hier ist auch der Weitwinkel die richtige Anwendung, finde ich, weil es eben groß zeigt, wo befindet sich das Tier, wie ist seine Umgebung. Gleichzeitig aber in einer solchen Unschärfe ist, dass man sie dem Bild eigentlich nicht nachträglich ist, nicht stört, nichts ablenkt von dem Foto. Und hier vorne, hier am Schnabel, haben wir auch noch die Wassertropfen, die hier abtropfen. Das heißt, hier haben wir wieder ein kleines Element von Action. Hier passiert etwas und hier sieht man auch noch die einzelnen Wassertropfen, wie sie hier runterfallen. Also das finde ich ganz gut, weil es ist einfach wieder eine kleine Bewegung im Bild, das ansonsten ein relativ statisches Motiv ist. Das nächste Beispiel ist ja ganz offensichtlich eine ähnliche Anwendung. Auch hier wieder mit Weitwinkel aufgenommen. Der Hintergrund verschwindet eigentlich vollständig hier in Bokeh, also in Weichheit. Es gibt ein einziges Hauptmotiv, das sind also diese beiden Tafeln. Das ist ja eigentlich auch ganz offensichtlich. Der Schärfepunkt muss, wenn man so ein Motiv hat, hier natürlich irgendwo liegen auf den Kanten. Also entweder auf dem Schrift oder hier auf dem Hundekörper. Also irgendwo muss der Schärfepunkt liegen. Die Tafel muss natürlich in der Schärfe sein. Der Rest verschwindet in der Unschärfe, auch wieder relativ offenblendig aufgenommen. Und was wir hier auch noch haben, ist ein krasser Farbkontrast zwischen von dem Rot zu den Grautönen im restlichen Bild. Die nächste Version, das ist zum Beispiel eine Weitwinkelanwendung, die nicht so geglückt ist. Das möchte ich hier auch sagen. Das heißt, ich habe zwar hier ein Hauptmotiv, das ist wahrscheinlich der Schwan. Aber dieses Hauptmotiv ist viel zu weit weg. Jetzt habe ich natürlich das Ganze mit einem Weitwinkel aufgenommen. Ich habe zwar schön ein Vordergrund-Bokeh, also ich habe im Vordergrund Unschärfen, das ist meistens ein Vorteil. Ich habe hier auch ein bisschen einen Rahmen und hier eine Ablenkung sozusagen oder ein Einschließen des Motivs hier mit diesen Schilfhalmen. Aber das Hauptmotiv ist zu weit weg, zu wenig prägnant und ist als Hauptmotiv nicht auf einen Blick erkennbar. Und was man hier auch ganz deutlich sieht, ist, wenn Weitwinkel, selbst wenn sehr offenblendig mit Weitwinkel aufgenommen und das Motiv relativ weit weg ist, das sind vielleicht, weiß ich nicht, 20 Meter, dann geht sich das nicht aus, dass der Hintergrund auch unscharf wird.
und dadurch erscheinen die gesamten Häuser hier hinten relativ scharf. Ihr erinnert euch an das Bild vorab, hier waren die Häuser hinten verschwunden oder nur mehr in Weichzeichnung zu sehen und hier sind die Häuser noch klar erkennbar. Und das macht das Bild erst schwierig, weil ich jetzt nicht mehr unterscheiden kann, ist das mein Motiv oder der Tower oder dieser Tower oder der Schwan oder worum geht's? Und das ist eigentlich schlecht, ein schlechtes Beispiel für eine Aufnahme. Viel schöner wäre es, wenn der Schwan hier zum Beispiel hier vorne wäre und viel größer im Bild, viel dominanter, die Schärfe auf dem Schwan wäre und dann würde auch der Hintergrund verschwinden. Also dann wäre er wieder in der Unschärfe und man sagt dann, der Schwan wäre halt mit Bildschärfe freigestellt. So, hier haben wir jetzt dann ja ungefähr das Gegenbeispiel von dem davor genannten, also von dem Bild zu dem Bild. Also ihr merkt vielleicht diese ganz drastische Änderung der Bildsprache. Hier wurde mit einem 75 mm Festbrennweite fotografiert, eine 1,8er Offenblende. Und hier spricht man von einer Freistellung mit Schärfe oder durch Schärfe. Das heißt, der Vogel, das Tier ist hier eigentlich komplett im Fokus. Also ihr seht es hier an den scharfen Kanten und am Kopf und an den Wassertropfen im Kopf. Alles gut. Das heißt, nur der Vogel ist Motiv. Der Rest ist Hintergrundunschärfe, Bokeh oder Vordergrundunschärfe. Und das macht dieses Bild viel interessanter als die vorangegangenen. Und hier haben wir auch nochmal, möchte ich nochmal darauf hinweisen, diese Tropfen, die da hier abtropfen. Das heißt, hier haben wir nochmal ein bisschen die Action, hier haben wir nochmal, hier schlagen die Tropfen auf die Wasseroberfläche, hier haben wir ein bisschen Action. Also das ist auch immer gut, das ist so ein lebendes Element. Aber ihr seht, man kann mit Schärfe sozusagen das Hauptmotiv wahnsinnig schön freistellen, ist aber ein ganz anderes Objektiv und eine ganz andere Anwendung. Also das wäre sozusagen die Weitwinkelanwendung, die missglückt ist. Und das ist die Teleanwendung, die wesentlich besser ist. So, und jetzt kommen wir dann schon bald zum Ende. Hier haben wir noch ein weiteres Bild. Hier haben wir eine reine Landschaftsaufnahme. Hier ist es auch klar, was das Hauptmotiv ist. Hier braucht das Auge nicht lang suchen. Das Hauptmotiv, ja, ganz offensichtlich hier dieser Gebäudekomplex. Ich habe hier wieder Vordergrund-Bokeh, also ich habe da was im Vordergrund. Das stört zwar hier das Bild ein bisschen, aber macht nichts, weil es ja nicht übers Hauptmotiv geht, sondern es gibt hier ein bisschen einen Rahmen rund ums Hauptmotiv. Das ist eine gute Technik für einen Bildaufbau. Hauptmotiv. Und natürlich haben wir dann auch hier die dritte Ebene, hier die Hügel, der Himmel, hier die Hügel hinten. Also wir haben noch eine Hintergrundebene auch noch. Dass natürlich in der Hauptmotivebene auch diese Gebäude liegen und auch hier diese Gebäude, lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, mit dieser Linse oder mit dieser Brennweite hier lässt sich das auch nicht so freistellen, dass der Rest schon wieder unscharf wird. Auch die Entfernung vom Standpunkt bis dorthin, die ist relativ hoch und damit geht es auch nicht anders. Also das kann eigentlich nur so aussehen. Klar, wir haben wieder das scharfe Hintergrundbokeh, wir haben hier wieder das, alles gut. Und ja, der Vogel ist im Originalbild auch nicht beschnitten, das heißt, das ist auch ein bisschen größer hier. Das heißt, ich habe hier unten auch das komplette Tier drauf. Und was wir jetzt natürlich massiv drauf haben, ist die Bewegung. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Action durch die bewegten Flügel, durch das Schlagen der Flügel. Leider hat er den Kopf in die falsche Richtung gedreht und nicht zur Aufnahme hingeschaut. Aber so die Bewegung, das ist schon mal richtig dynamisch, das ist richtig gut. Gleichzeitig ist die Bewegung aber auch genug schnell fotografiert, dass sie eingefroren ist. Aber man merkt natürlich schon, hier in den im Federkleid, hier sind schon Bewegungsunschärfen drin. Auch hier. Das lässt sich nicht vermeiden, wobei der Kopf ist noch also scharf. Aber hier sind schon Bewegungsunschärfen drin. Aber das Bild gibt natürlich mehr Dynamik und ja, hat auch so seinen Reiz. Und wie ihr auch seht, schlussendlich gibt es nur ein Hauptmotiv, das sehr dominant ist und der Rest ist alles nur Beiwerk, um zu erzählen, wo sich dieser Schwan gerade befindet. So, danke ihr Lieben, das war wieder ein kurzes Video von mir, ein bisschen was zum Thema Bildaufbau und Bildschärfe setzen im Bild mit ein paar Musteraufnahmen der letzten Tage. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen habt, wie ihr so Bildaufbau ja, angeht, wie ihr euch dem Thema nähert und womit ihr eigentlich die besten Ergebnisse erzielt oder welche Werkzeuge ihr immer wieder gerne verwendet.
In diesem Sinne, alles Gute, immer gut Licht. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Euer Christian. Servus, tschüss und Baba.